Das Opfer der Liebe, Schwester Maria Dolores. Schwester Maria Dolores aus dem ungarischen Servitanorden starb im Juli 1998 im Alter von 90 Jahren. Sie wollte unbekannt bleiben. Ihr Seelenführer Josef Vari, Ordensname Bona Iungta, starb im Ruf der Heiligkeit. Da der Beginn, die Entfaltung und die Verbreitung der ihr gegebenen Botschaft eng mit dem Leben dieser verbogenen Schwester verknüpft ist, kommen wir nicht umhin, einige Ereignisse aus ihrem Leben hervorzuheben. Als Quelle dazu dient uns die Niederschrift ihres Lebenslaufes, den sie im Gehorsam ihrem Seelenführer gegenüber schrieb. Einige Stellen zitieren wir daraus. Als ich sieben Jahre zählte, spürte ich an einem heißen Sommertag einen inneren Ruf, in das Zimmer zu gehen, in dem unser Hausalter stand. Ich kniete nieder und begann zu beten. Da fühlte ich, wie Gottes gütige Hand mein Haupt berührte, aber sehen konnte ich ihn nicht. Von diesem Augenblick an wusste ich, dass mein Herz Gott allein gehören wird. Mit meinen sieben Jahren verstand ich noch nichts vom Ernst des Lebens, dennoch entschied ich mich mit dem Ernst eines Erwachsenen, dass ich niemals heiraten werde. Ich wusste, das sei Gottes Wille, denn es wurde mir in meine Seele tief eingegossen. Und noch an dem gleichen Tag legte ich mein Gelübde ab. Von da an sprach der Herr öfters zu mir. Er teilte mir mit, dass ich zu einem langsam verzehrenden Opfer werden muss. Ich würde bis zum Stamm des Kreuzes gelangen wo ich auch die Mutter Gottes fände. Meinen Kreuzweg würde ich nicht alleine gehen müssen, denn Jesus und Maria verlassen mich nicht, und der Heilige Geist werde mir helfend und tröstend beistehen. In meinem elften Jahr traf mich etwas Außergewöhnliches. Ich wusste aber nicht, ob wachend oder schlafend. Mit den Augen meiner Seele sah ich das Land Ungarn, in seiner Mitte einen scharf umrandeten Tei. Damals konnte ich noch nicht begreifen, dass ich das jetzige Rumpf Ungarn betrachtete, nach Trianon. Über meinem zerstückelten Vaterland sah ich Jesus mit durchbohrten Herzen. Aus seinem geöffneten Herzen strömte, wie aus einer Quelle, sein heiliges Blut hervor und überflutete die Erde. Ich verstand, dass meine Heimat eine schwere Prüfung bevorstand, aber gleichzeitig wurde mir bewusst, dass aus dieser meine Heimat eine große Gnadenquelle hervorgehen wird. Beachten wir, wie die Seele des Mädchens stufenweise in ihre Sendung eingeführt wird. Ich war 30 Jahre alt, als ich Jesus, den guten Hirten, auf einem von Licht durchwobenen Weg gehen sah, mit schneeweißen Lämmern in seiner Spur. Von den Lämmern, wie ich einmal das eine, Einmal das andere vom Lichtweg ab. Jesus lenkte sie dann mit seinem Hirtenstab sanft zurück. Dann wandte er seinen Blick mir zu und sprach: Mein Kind, folge mir nach auf dem Weg, der zum Vater führt. Alle Äußerungen deines Lebens, jede deine heilige Messen, und Kommunionen, deine Gebete, deine guten Werke, deine Arbeit, deine Opfer und Leiden, all das übergib ohne Vorbehalt mit der Liebe des unbefleckten Herzens meiner Mutter vereint, meinem von Liebe flammenden Herzen. Dein Liebesopfer erreicht dein liebesopfer erreicht durch mich dem vater im himmel seine gnadenkraft teilt er dann durch den heiligen geist dort aus wo die not am größten ist du kannst für alle menschen für alle deine anliegen nach deinem gutdünken beten aber deine größten geschenke vereine mit dem verdiensten meines heiligen blutes und Kreuzesopfers, so wie mit jenem Opfer, welches meine Mutter brachte bis zum Stamm des Kreuzes. So wird es zur Quelle der Liebe, zu allerheiligsten Dreifaltigkeit gelangen, damit es ausgeströmt werde, wo die größte Trockenheit herrscht. Dein Leben sei ein lebendiges Evangelium. Der Kompass deiner Seele sei die Heilige Schrift. Ich gebe dir jetzt bekannt, für welche meiner Vorhaben ich dein mir und meiner Mutter vereintes Lebensopfer durch den Heiligen Geist verwende. Zur Anbetung und zur Sühne der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Für die Einheit. Meine heilige Kirche. Für meine Priester, für in Christus gekleidete Priesterberufe. Für alle Menschen, die bis zum Ende der Welt leben werden, damit ich sie wenigstens beim letzten Gericht statt auf die linke, auf die rechte Seite stellen kann. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Aber er an seine Seele Schaden leidet. Matthäus 16,26 Mein Kind, das Opfer deiner Liebe soll wirklich ein Lebensopfer sein. Aber wenn du auf mein Angebot eingehst, gebe ich dir auch die Gnade dazu. Halte nächtliche Gebetswache von 1 bis 3 Uhr. Am Freitag faste durch nur einmaliges Essen bei Brot und Wasser. Erwecke täglich die Reue über deine Sünden und die der ganzen Welt. Sei allen alles. In dieser Vision wurde diese begnadete Seele, nennen wir sie kurz E, vom Herrn Jesus in den Geist und Sinn des Opferlebens eingeführt. Es folgten Jahre, Jahrzehnte, in, den, in denen ich die Belehrungen Jesu verwirklichen konnte. Es fing zunächst im Leben der Pfarrgemeinde an. Mittlerweile gesellten sich zu ihr auch andere gleichgesinnten Seelen. Ihre Zahl wuchs auf zehn. Durch ihren fleißigen Einsatz war die Pfarrkirche blitzblank geworden und blieb immer schön geschmückt. Sie besuchten die Kranken und weckten in ihnen die Bereitschaft für den Empfang des Seelsorgers. Währenddessen betete die ganze Gruppe für das gute Gelingen des seelsorgerlichen Besuches.